Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Beyond Two Souls. Ja, heute geht es weiter und in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass die liebe Jodie hier einen Jungen beobachten kann oder zuhören kann, die einen anderen Jungen transalieren. Dem werden wir jetzt dann natürlich selbstverständlich gleich helfen. Was so in der letzten Folge passiert ist, wir sind mit Jodie in einem etwa schon älteren Stadium, sag ich mal so im etwa dem Ende des zweiten Drittels dieser 15 Jahre, die wir erleben dürfen, haben wir sie gesteuert, haben versucht zu entkommen vor diesen FBI-Typen, die uns da verfolgt haben und alles ganz, ganz wild und spektakulär, und mit dem Motorrad sind wir davon gefahren und am Ende, als sie uns dann doch eingekesselt haben, haben wir eine ziemliche Verwüstung angestellt. Heute, wie schon gesagt, spielen wir die kleine Jodie und sind wir wohl jetzt dabei, einem Jungen zu helfen, hoffe ich. Deswegen Spiel fortsetzen. Und ich hoffe sehr, liebe Jodie. Das wirst du bereuen, Fiesling! Erwischt! Au. Ich glaube, das jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling! Nein! Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Ja. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Okay, gut. Aber, Jodie, ich möchte, dass wir sie nur erschrecken. Was ist? Nur erschrecken. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Ja, wie denn? Ach so, natürlich. Machen wir natürlich. Aiden, du bist der Beste. Ja, gern geschehen. Aber nur erschrecken, Jodie. Versprochen, okay? Wir werden ihnen nicht wehtun. Und wehe. Ich warne dich, Madame. Hey, Jodie, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingeseift. Eingeseift, stimmt, so nennt man doch das als Kind. Okay. Zack. Erwischt. Ach so, also haben die den Jungen doch nichts getan? Ups, das war nicht so toll. Der Schneeball schlacht, wie schön. Ups. Ja, aber den Jungen lasst ihr jetzt in Ruhe, oder? Hoffe ich. Okay. Hey, warte mal. Ups, Entschuldigung. Das wirst du bereuen, Fiesling. Was denn? Aber nicht ich, oder? Also, der mit dem Jungen, das scheint wohl doch nur Spaß gewesen zu sein. Ups. Entschuldigung. Komm schon, los auf ihn. Entschuldigung. Oh, sie haben mich getroffen. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich was? Nein, nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Boah, einseifen ist was Ekelhaftes im Winter. Oh oh. Aiden? Aiden, nein! Oh Gott. Okay. Nein, nein, nein. Okay, es war nur ein kurzer Schreck. Es war nur ein kurzer Schreck. Habt ihr das gesehen? Sie was? Wollte mich umbringen! Gar nicht. Jodie. Sie ist eine Hexe! Eine fiese, doofe Hexe! Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ja, ich aber... Ich schwör's euch! Jodie Holmes ist eine Hexe! Komm, komm was mit! Was soll der Scheiß? Komm, komm mit! Wenn der doch nicht aufhört! Mensch! Ich bin noch was ein Kind! Los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal gibt es nein. richtig Ärger. Philipp, nee. Glaubst du ihr jetzt wenigstens endlich? Man schlägt keine Kinder. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Verdammte Scheiße. Ich hasse Eltern, die ihre Kinder schlagen. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht.
Bist du dir sicher? Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Möchtest du das Licht einschalten? Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Ich wollte doch nur das Licht anmachen. Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, Susan! Das ist dein Kind! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Ja. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Jodie, ich glaube nicht, dass du das hören musst. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön, wenn Eltern sowas machen. Das ist wirklich nicht schön. Ach Mensch, Kleines, das tut mir richtig leid. Kannst du schlafen? Okay, wir schlafen. Nein. Ist das Aiden, Jodie? Wer ist das? Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Halt dich nach den Dealern, Kleine. Was hast du denn hier? Oh, was ist das? Lass mich! Komm schon! Jodie! Ist alles okay? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Oh Gott, die Arme. Das ist ja grauenvoll. Gibt es neben Aiden also auch noch andere Wesen? Okay, der Kondensator. Also sind wir jetzt am Ende des ersten Drittels ihrer Lebenszeit, die wir spielen dürfen. Okay, das ist ganz schön heftig. Das ist echt heftig. Wenn man wenigstens wüsste, wie alt sie in etwas... Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Okay. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Oh, du meine Güte. Kommst du damit klar, Jodie? Schaffst du das? Weiterfahren. Ich hoffe es. Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Es ist okay. Ich tu's. Vielleicht ist es deine Möglichkeit, befreit zu werden. Ich hoffe, dass er auf deiner Seite steht. Ich hoffe es echt, aber er scheint wirklich für dich da zu sein.
Zumindest hoffe ich das von ganzem Herzen. Also los. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Also steckst du doch dahinter, Nathan? Ist irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Ich hoffe... Ist das die kleine... Verzeihung, Miss. Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Schon in Ordnung, du konntest das ja nicht wissen. Los, ich bin bereit. Alles klar. Oh Gott. Das ist ein Albtraum. Die Arme. Und alles keinen Sinn. Können wir denen nicht irgendwie helfen, Aiden? Können wir die nicht heilen? Alles wird ja gut, Sir. Wie sehen Sie aus? Was ist das los? Du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Was ist denn an dem passiert? Wäre die Hölle ausgegangen. Er muss sofort in Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Tja. Ich schaffe das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Das ist gut, Jody, das ist verdammt gut. Okay. Du bist stark. Du bist echt stark. Alles klar, gehen wir es an. Können wir denn hier dann irgendwas schon mal machen? Können wir uns hier umschauen? Wir müssen jetzt... Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Das glaube ich dir. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Okay, lass uns mal kurz schauen. Okay, können also nicht nach unten. Sollten wir uns umschauen? Ich denke, es ist noch nicht Zeit, uns umzuschauen. Aber vielleicht merken die Existenzen so, dass wir hier sind. Jody, wo denkst du, dass es hingeht? Ich habe keine Ahnung. Es ist nicht schön hier. Aber ich muss gestehen, dass es sehr schön wäre, wenn man ein bisschen schneller gehen könnte. Jody, hast du irgendeine Ahnung, wo es lang geht? Es ist nicht gut. Sind hier noch Leute drin? Es hört sich an, als wären hier noch Leute drin. Oder kommt das von draußen? Komm, Jody, wir werden jetzt mal dahinter gehen. Vielleicht finden wir dort, wo es weitergehen könnte. Ich denke mal, dass es richtiger ist, hier in diese Richtung zu gehen. Oh, hier soll ein Lift sein. Ich bezweifle, dass wir den nehmen sollten. Okay. Das ist alles ganz schön gruselig. Oh Gott. Du Scheiße. Hier haben sie noch Leute versucht zu retten, aber die haben das Teil hier stehen lassen. Warning. Denkst du, wir sollten hier rein? Okay, hier ist ein Terminal. Jody, möchtest du wirklich den Lift nehmen? Vielleicht können... Kannst du da was tun? Ja, ich dachte gerade, wir könnten es wirklich machen. Nach unten bewegen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, dass das geht. Das weiß ich. Was? Okay, nach unten. Kannst du das schon noch aushalten, Jody? Wir sind ziemlich weit weg schon von dir. Okay. Er steckt hier fest. Da ist der Übeltäter. Moment, was war das? Oh Gott, ein Mensch. Okay, aber er lebt noch, nur wir können ihm wohl noch nicht helfen. Weg mit dem hier. Alles klar. Jody, hier ist ein Mensch. Da
Da ist ein Mensch drin. Komm schon, mach auf. Na komm schon, sehr schön. Ja, hier ist Blut. Okay, komm rein hier. Einen wird dir... Komm schon, lass dich davon nicht unterkriegen. Er lebt noch irgendwo. Irgendwo scheint noch ein Lebensfunk in ihm zu sein. Komm, trau dich. Okay? Er wird dir schon nichts tun. Das bezweifle ich, dass der irgendwas tut. Können wir ihm helfen? Okay. Leiten Sie das Echo zu Jodys Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub hat. Ach du Scheiße. Das ist heftig. Erinnerungsschübe? Wow. Gut, wir sollten jetzt nach unten fahren. Wow, das ist ganz schön heftig. Okay. Boah, der Polunder ist irgendwie ein bisschen... Oder das Leibchen ist ein bisschen gruselig mit diesen Bildern da drauf. Jody? Ist noch ein Mensch. Lass uns schauen, was er gemacht hat. Okay? Das schaffst du schon. Oder ist kein Lebensfunke mehr? Nur noch mehr Tod da drin. Du Schreck. Komm, schnell, steh auf. Aber er meint es nur gut, er weiß nicht, zu was wir fähig sind. Komm, zieh ihn auf die Seite. Wir müssen da jetzt hin. Es hilft nicht. Wir müssen den Leuten irgendwo helfen. Können wir denn jetzt sehen, was er erlebt hat? Würde mich interessieren, können wir das eigentlich immer, solche Gedankenschübe machen? Ach du Scheiße. Was ist das? Oh, okay, Moment. Der hier? Aiden, kannst du hier irgendwas? Nicht? Okay. Was ist... Was war das? Okay. Bekommst du das auf? Okay. Okay. Jody, da ist Feuer drin. Da kann kein Mensch einfach so drinnen stehen. Das geht doch gar nicht. Ach so, so viel Feuer ist es gar nicht. Versuch's bitte von der anderen Seite. Okay. Hier ist ein Terminal. Kann ich mit dem irgendwas machen? Ich bin mir nicht sicher, Jody, ob ich dir da helfen kann. Ich habe den Computer zumindest mal versucht, neu zu starten, aber es funktioniert nicht. Was ist das hier? Hier ist jemand drin, dessen Erinnerungen wir dir dann... Okay, es ist auf. Jody, da ist jemand. Wir könnten schauen, was er erlebt hat. Ich weiß es. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Jody? Bleib dicht bei mir, okay? Natürlich. Okay. Wir können also nicht immer diese Erinnerungsschübe mitnehmen, oder? Ach so, jetzt schon. Okay. Ja, aber es funktioniert nicht, Jody. Es funktioniert nicht. Versuchen es nochmal. Du
Signalteam weiß Bescheid. Sie sind unterwegs. Wow. Jody, es sind verdammt grausam. Ich denke nicht, dass wir nochmal solche Erinnerungen anschauen sollten. Das ist nicht gut, wenn du das alles siehst. Wir lassen die jetzt. Wir werden das jetzt nicht machen. Wo müssen wir hin, Jody? Ich glaube, hier drinnen ist nichts. Komm, wir gehen hier wieder raus. Vorsichtig. Alleine diese... In der Decke sind Schächte. Alleine diese Interaktion. Vielleicht, wenn ich da hochkomme. Nee, da kommen wir nicht dagegen an. Ich glaube, das mit dem Schutzschild funktioniert noch nicht wirklich. Wo sind Schächte? In der Decke, sagst du? Wo hast du die gesehen? Ah, hier. Ja, da könnten wir hochkommen, in der Tat. Vorsichtig, bitte. Nicht? Umschubsen? Ich glaube, da muss dir Aiden helfen, oder? Schaffst du das alleine? Na komm schon! Ja, nicht? Moment. Warte, wir bekommen das hin. Und zack. Siehst du? Warte, hier auf. Hier mache ich dir noch auf. So. Das schaffst du jetzt aber alleine, okay? Aber vorsichtig. Bist du sicher, dass es gut ist, darauf zu gehen? Bei dem Feuer? Lüftungskanäle sind jetzt auch nicht so stabil. Ich weiß das. Ich baue das bei uns auf der Arbeit oder bei uns wird's was gebaut. Vorsichtig bitte, okay? Okay. Vorsichtig ist. Ach du Scheiße. Jody, wir müssen hier schnellstmöglich weg. Hier ist. Das ist nicht gut für dich. Halte durch, okay? Wah! Halte dir doch wenigstens etwas vor den Mund. Oh, wie übel. Aiden, mach das aus. Aiden, mach das aus. Danke. Sehr grauenhaft. Wahnsinn. Danke für die Hilfe, Aiden. Oh, warte, hier. Hier. Ah, müssen wir hier lang? Ich denke, wir sollten es selbst machen. Hier war doch gerade ein Hotspot. Kannst du es einschlagen? Na komm schon. Nochmal. Und nochmal. Gut, vorsichtig. Okay. Gut. Vorsichtig, das ist spitz. Komm schon. Wir müssen hier irgendwie weiter. Beeil dich, das Feuer ist nicht gut. Du musst auch irgendwie wieder rauskommen. Denk daran. Oh Gott, es wird immer schlimmer hier. Kommen wir nicht weiter, oder? Möchtest du dir das wirklich antun? Okay, aber wenn sie zu schlimm sind, machen wir das nicht nochmal, Jody. Ach so. Wir die denn darüber lenken zu Jody? Ach so, die Punkte lenken. Ich muss sie nicht zusammenführen, die beiden Punkte. Moment, ich hatte es gerade. Okay, Moment. Jetzt noch. Feuerlöscher, Jody. Oh, du Scheiße. Jody, da muss ein Feuerlöscher sein. Warte, ich suche ihn dir. Muss irgendwo ein Feuerlöscher sein. Hier ist er. Komm. Seite rüber. Guck, hier ist er. Benutz den. Oh, heiß? Oh Gott. Du darfst ihn doch nicht sofort anfassen, Jody.
Okay. Hier noch ein bisschen. Und hier. Gut. Was ist los? So ist es so schwer. Okay, jetzt ist der Weg schon wieder versperrt. Hier geht's durch. Ah. Pass auf! Du Scheiße. Schnipp, pass auf bitte. Das brennt ja nicht weiter, der Arme. Was ist los? Die Geräusche, es ist nicht gut. Jody, vorsichtig bitte. Ganz vorsichtig, okay? Ganz vorsichtig. Komm, das schaffst du. Und durch hier, genau. Vorsichtig! Was machst du denn? Was war das? Was sind das für Geräusche da? Moment, da ist jemand. Jody, da ist jemand. Wer bist du? Ach nein, der Arme. Nein, nein, bitte geh weg bitte. Oh Gott, nein, bitte. Ist gut. Ich bin Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Assistenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Stirb, du Miststück! Okay. Was? Jody, pass auf. Okay, das haben wir geschafft. Komm schon, schneller! Komm, das schaffen wir. Aiden! Wir müssen irgendwas machen. Du Scheiße. Jody, schau nicht so genau hin, bitte. Verdammt. Oh, verdammt. Jody, ich wollte das nicht. Tut mir leid. Komm. Komm schon, fertig. Schaffst du. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay. Nein, aber was? Jody. Jody. Komm schon. Weg. Gleich ist es vorbei. Komm schon. Gleich ist es vorbei. Gleich ist es vorbei. Du schaffst das. Es ist gleich vorbei. Komm, 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 komm. Pass auf. Pass auf. Okay. Okay. Jody. Jody, nein. Komm. Reiß dich zusammen. Okay? Wir müssen durchhalten. Reiß dich zusammen. Okay. Okay. Alles ist wieder in Ordnung, okay? Alles ist wieder in Ordnung. Wir schaffen das. Jody. Jody, wir schaffen das, okay? Wir machen jetzt ein ganz kurzes Päuschen-Schnaufen einmal durch und dann schaffen wir das. Und deswegen sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.